warum trotz Auszeichnung und Preise hat Ihr Vater dann nicht doch nochmal Versuche gemacht, nochmal weiter zu filmen? Also jetzt nicht nach Drehbuch, hat er nicht sonderlich gemocht, sondern immer mal wieder einen eigenen Film auf die Beine zu stellen. Weil die Arbeit daran so lange ist. Also auch mit der Endlosen Nacht, wenn er gesagt hat, Kinder, wir fangen morgen an zu drehen, ich verpfände das Haus, ich habe ein bisschen Geld hier, ein bisschen da und rufe den Harald Leibniz an. Das waren die ersten Filme. Je länger man dann arbeitet, desto schwieriger wird es ja. Man kann den Leuten irgendwann auch nicht sagen, wir machen das jetzt auf Rückstellungen. Die Vorbereitung dauert einfach unglaublich lange. Und dann hat man angefangen, 69, 70 hat sich der deutsche Film verändert. Mit dem Oberhausener Manifest, mit der ersten deutschen Filmförderung. Der kommerzielle Edgar Wallace-Film war tot, der Winnetou-Film war tot, der Autorenfilm ist richtig geboren, ja, worden. Und das war nicht seine Zeit und das mochte er auch nicht. Und dann hat sie noch woanders hingezogen. Mein Vater hat sich nie gelangweilt. Der hat gesagt, jetzt mache ich den Film nicht, jetzt schreibe ich dann eine Illustrierten-Serie oder ich schreibe einen Roman. Und 72, 73 hat er den Roman geschrieben, das Teilkomplott. Und dann hat er für den Springer Verlag wieder gearbeitet, für den Burda Verlag hat er in der Mitte der 70er Jahre gearbeitet. Im Langweilig war ihm nie. Aber das Kapitel Film hat er gemacht einmal. Und wenn man weiß, wie es geht, er hat Geld verdient, er hat Geld verloren, er hat Preise gewonnen. Und jetzt muss er es auch niemand mehr beweisen und auch sich selber nicht. Ja, aber Ihr Vater war für mich einer, der diese Spontaneinfälle hatte. Beispiel, der Einfall zu Endlose Nacht kam ja durch Verspätung in Marienborn, richtig, wo einfach nur mitgenommen worden ist, sich die Halle anzuschauen, irgendwie am Anfang sagt, boah, auf einmal kommt diese spontane Idee, da mache ich einen eigenen Film, da kann ich einen eigenen Film draus machen. Ja, aber das klingt ja recht einfach. Und man braucht die Energie dafür und das Feuer muss da sein und ja, dann am nächsten Tag die Leute anzurufen. Zu wissen, Harald Leibniz spielt mit, ich habe zwar keine Ahnung, was es sein wird, wir gehen mal hin und ich werde mir das Drehbuch aus den Rippen schneiden, während wir am Drehort sind. Das funktioniert bei der Endlosen Nacht auch ganz gut natürlich, weil es eingeschlossener Drehort ist. Ich glaube, 2 Szenen spielen außerhalb. Einmal in der Bowlinghalle und einmal in der Wirtschaft noch in der Wohnung. Also 95% des Films spielen in einer Ankunftshalle. Das zu wiederholen ist auch schwierig. So ist es ja nicht. Die nächsten Filme, Playgirl, da spielt er ja in ganz Berlin, da spielt er ja auch nicht im Studio oder innen drin, er spielt nur draußen. Ebenso wie Sperrbezirk. Ich glaube, das größte der Gefühle war für ihn, mit Horst Wendler nach Amerika zu gehen und 69, 70 How Did a Nice Girl Like You Get Into This Business zu drehen. Mhm. Da war Hugh Hefner dabei, auch wieder Klaus Kinski. Das war eine richtige amtliche Hollywood-Produktion. Mit Gewerkschaften, mit einem ordentlichen Drehbuch, mit allem, was dazugehört. Und dann hat er das auch gemacht. Also welcher deutsche Filmemacher konnte schon sagen in den 60ern, ich drehe mal ein paar deutsche Filme und dann gehe ich nach Hollywood und mache was Richtiges. Das hat er gemacht und das war dann eigentlich das Höchste, was man erreichen konnte für ihn. Ja. Und er wollte jetzt auch kein Winnetou drehen oder kein Wallace, die dann 70 vorbei waren. Und ich habe immer gesagt, ich persönlich kann mit den 70er Jahren nicht sehr viel anfangen mit dem deutschen Film. Also da gibt es natürlich ein paar schöne Fassbinder-Sachen. Werner Herzog auch schon weniger, Schlöner hat ein paar gute Sachen gemacht. Aber wenn man heute zurückblickt, und auch ein junges Publikum blickt zurück. Ja, sage ich mal, der langweiligste Film war sicherlich in den 70er Jahren. Da gibt es Sachen für mich, die kann man sich heute gar nicht mehr angucken. Grauenhaft, greislich, da stehe ich auch dazu. Und das sollte mein Vater nie machen. Hat er selber mal, wenn wir bei den 70ern noch irgendwie bei Fassbinder hängen geblieben sind, hat er selber Einfälle oder was hat er selber von Fassbinder gehalten, da er ja selber als Filmemacher und Fassbinder ja nur auch nicht gerade so ein geradliniger Filmemacher war? Den fand er ganz sympathisch und ganz gut und konnte sich sehr gut mit ihm unterhalten. Ich habe den Fassbinder auch einmal kennengelernt, was mein Vater überhaupt nicht mochte bei Fassbinder. Der Fassbinder hat sich nicht, oder damals vielleicht war das so, wir waren bei Horst Wendland eingeladen und der Fassbinder, der hat sich nicht gewaschen gehabt. Der stand einfach. Und mein Vater ging ganz tierisch auf den Geist. Aber hat sich mit ihm super unterhalten. Und hat ihn auch immer ermutet auch, und unterstützt. Er hat gesagt, jetzt dreh mal für Wendler einen großen Big-Budget-Film. Was er ja gemacht hat. Und von vielen Kollegen wurde der Fassbinder gesagt, Mensch, jetzt verkaufst du dich da an die großen Produzenten, an die großen Verleiher. Der hat ja, wie viele Filme hat Fassbinder gemacht? Ein unglaubliches Werk hat er hingelegt. Und ob er die ganz klein selbst finanziert hat in Schwabing und dann wurde er etwas größer. Aber es war auch für ihn, glaube ich, der natürliche Weg, irgendwann hinzugehen zu dem größten deutschen Filmproduzenten damals, Horst Wendler, und zu sagen, komm, Horst hat ihn genommen und gesagt, ich will mit dir auch einen Film machen. Und das hat er gemacht, dann auch erfolgreich.
Hat Ihr Vater mal drüber gesprochen, wie es ist? Wir gehen ja heute immer bloß von der Situation aus, Mensch, in endlose Nacht, die ganzen deutschen Stars, die da mitgemacht haben, oder in Playgirl, wow, wie hat das nur geschafft? Und es waren eben keine Stars, nicht mal Leibniz, aber hat Leibniz, haben die Leute im Film es ihm gedankt, oder hat er es auch als einen gewissen Stolz empfunden, zu sagen, hey, guck mal an, jetzt 10 Jahre später, der hat ein gutes ist Auge aus denen gehabt. Was geworden irgendwie. Der hat ein richtig gutes Auge gehabt. Das musste als Produzent und als Regisseur sie ja haben. Weil Harald Leibniz, die war nicht bekannt, Hannover Elsner war nicht bekannt. Der bekannteste in der endlosen Nacht, der hat die kleinste Rolle. Das ist Mario Adorf. Aber Mario Adorf war rein zufällig, kam er mit der letzten Maschine dort an, sah, dass das Tremper dort was dreht, sagt, was drehst du denn hier? Ja, ich drehe einen Film, ach ja, viel Spaß. Sagte mal, warte mal, was machst du? Mario sagte, ich gehe in die Stadt, ich habe Termine. Sagte, warte doch mal ganz kurz. Hat die Kamera umgedreht und gesagt, kannst du nicht mal da drüben bei dem Fenster, da klopfst du an, da siehst du eine Blonde, winkst dir zu und gehst weiter. Sagte, warum soll ich das? Mach das, da tust du mir einen großen Gefallen. Ja, die waren Freunde, ich sagte, na gut, das mache ich, aber ganz schnell muss ich schon gehen. Und die haben die Kamera reingestellt und improvisiert und Alexander Stewart wird dort quasi von Bruce Lowy etwas verführt und auf einmal klopft es an der Scheibe und Mario Adorf ist da. Und das war's. Also ich glaube, der ganze Take ist irgendwie, glaub, 5 Sekunden lang. Was mein Vater dann später gemacht hat, und da war Mario war, ja, der war nicht sauer, hat immer sehr geschmunzelt darüber. Ich glaube, bei der Premiere hat er weiß rübergeklebt aufs Plakat und als Gast Mario Adorf. Ja. Und weil das ist modernes Marketing, sagt man dazu. Der war ja damals schon wirklich ein deutscher Star. Und alle anderen sind entdeckt worden. Ja. Ja. Aber kann man nicht auch sagen, es ist total lustig, wenn Leute den Film heute anschauen und sagen, ach, der Adorf. Das waren eben seine Anfänge, da hat er eine ganz kleine Rolle, während die anderen sind schon Stars, so dreht sich irgendeine Geschichte herum. Eine Sache, vielleicht wissen Sie die, und zwar, was ich etwas erstaunlich gefunden habe, und zwar die Rolle von Wolfgang Neuss. Ja. Und wenn man den Hintergrund kennt, ist ja der, dass Anfang des Jahres 62 hat sich Wolfgang Neuss ja die ganze Bundesrepublik zum Feind gemacht, dass er den aus Scherz und dann auch noch richtig getippt den Mörder in das Halstuch genannt hat. Den hat er in der Zeitung abgedruckt, ja, glaube ich. Der Mörder ist, damit eigentlich die Leute in die Komödie gehen, aber richtig. Er hat nur über Daumen gepeilt, er hat es nicht gewusst, er hat auch nichts gelesen. Gut geraten. Gut geraten. Ja. Mit dem Problem, dass alle auf ihn sauer waren, weil sie ihm den Spaß verdorben haben. Wie kam er dann? Hat er keine Angebote mehr bekommen? Oder nein, das läuft nicht. Was ist los? Hören wir auf? Das hat sich doch kaum gelohnt. Na, lass ihn doch mal. Spielen wir allein weiter. Komm, tu mir den Gefallen. Bei dem Spiel ist das Wichtigste Entspannung. Ich fand mein Vater solche Leute immer super interessant. Ja. Also das Langweiligste waren diese Konformisten, die immer sagen, ja, so geht's, wir machen das nur so. Mein Vater war ja auch hat sich Dreck geschert über gewisse Dinge. Und das ist die Meinung gewesen von Neuss und das war natürlich ein Riesenlacher. Mein Vater hat mir auch damals gesagt, er hat es nie im Fernsehen angeguckt, es war ihm zu doof. Er hat auch nie Kriminalromane gelesen. Ich wusste schon, es waren Straßenfeger, die Leute haben ihre Abendessen abgesagt. Und dann hat er, glaube ich, herzlich drüber gelacht. Ja, diese kleine Anzeige erschienen ist in der PZ oder wo auch immer die erschienen ist, der Mörder ist das, jetzt wissen Sie, jetzt kommen Sie zu mir ins Theater, weil sein Theater ja leer war. Ja, ja, ja. Und vielleicht aus diesem Grund aus jetzt erst recht. Aber man muss auch wissen, all die ganz kleinen Rollen, das sind alles Freunde von meinem Vater gewesen, die, oder auch viele Komparsenrollen, die alle gesagt haben, weil man hat ja wenig Geld gehabt, sagt, Mensch, kannst du nicht mal mitspielen? Ja. Der Rolf Hedrich spielt da drin den Barkeeper, der das Bier zapft ein bisschen, der war an dem Abend halt da. Ja, und wenn er nicht da gewesen wäre, hätte es vielleicht jemand anders gemacht. Ja. Du, ist noch nicht Feierabend. Du Sklavenhalter, du. Sei froh, dass du überhaupt noch wen findest, der dir die Bedienung macht. Heirate doch, dann brauchst du nachts nicht mehr zu arbeiten. Das ist Improvisieren, das ist auch sowas gewesen, was auch der Fassbinder gemacht hat mit seinen frühen Filmen. Ja? Da muss man schauen, wer kann da irgendwie mit im Film mitmachen. Ja? Und das Neues, das hat er sich wahrscheinlich tierisch gefreut darüber, dass er es gemacht hat. Und er hat immer wieder gut zu tun gehabt, der Neues. Ja. Das ist ja nicht so. Richtig, das ist richtig. Ja, wie geht's bei Ihnen oder wie ist das, wie gesagt, mit diesem
Erbe, das man antritt von den Filmen oder von Bundesfilmpreisen. Grauenhaft ist das. Ganz grauenhaft. weil schon als kleines Kind war ich mit meinem Vater immer ganz oft im Kino, viele Presseverführungen angeguckt und zu Hause im Schlafzimmer gelegen zusammen und haben uns Filme angeguckt. Und ein Riesenvorteil für so einen filmbegeisterten Jungen war, man konnte den Vater mal fragen, wie funktioniert das, wie haben die das gemacht, was heißt das Blaue Nacht, was heißt das, was kann man alles machen, und der erklärt einem alles. Und dann möchte man selber mal zum Film. Und dann war ich aber auch sehr dankbar, weil mein Vater 30 Jahre keine Filme gemacht hatte. Und wie ich 18 war, kannte kein 18-jähriger Will Tremper. Aber ich kam auch nirgendwo gut rein. Also ich kam durch die Filmhochschule, konnte ich nicht hingehen. Münchner Filmhochschule hat mich nicht genommen, weil ich kein Abitur hatte. Und wenn man kein Abitur hat, kann man nicht Film studieren. Ich habe zwar nicht verstanden, warum man Abitur haben muss und Film, wo da der gemeinsame Nenner ist. Und dann hat mein Vater gesagt, naja, jetzt rufen wir mal den Lucky Weitleitner an. Der dreht doch irgendwas, habe ich gehört. Das war mir schon ein bisschen unangenehm, aber ich habe gesagt, ja, ruf mal an. Er sagt, ja, du, ich rufe nur an und mach dir die Tür auf. Ja, und dann hat den Lucky angerufen und der drehte 1990 hier einen Spielfilm. Franz Dabat Bogner als Regisseur und hat gesagt, Mensch, der Timmy, der bräuchte vielleicht einen Job. Gibt es da irgendwas? Und sagt er, ja, wir brauchen schon noch so einen Kaffeeholer. Heute heißt es ja Prädikant. Damals stand ich in der Startliste drin als Kaffeeholer. Kaffeeholer Tim Tremper. Und bis auf der Kameramann und der Regisseur, die wussten, wer der Tim Tremper eigentlich ist. Eigentlich niemand, aber der gern zum Film möchte. Und kein anderer hat gewusst, dass mein Vater Papins Filmpreise bekommen hat und dass er in den 60er Jahren mal Filme gemacht hat. Das wussten die 18-Jährigen nicht. Ich weiß auch heute kein 18-Jähriger. Aber so kam ich dann ins Filmgeschäft rein. Also die Tür wurde aufgemacht. Intern hatte mein Vater eine Wette laufen mit Lucky Weitleitner. Er sagte, also mein Sohn, der wird nicht 3 Tage aushalten. Dann haben sie gewettet darum, um Essen in Franziskaner. Ich habe den ganzen Film durchgemacht und bin aufgestiegen zum zweiten Aufnahmeleiter in dem Film auch. Und seitdem habe ich den Film gefressen gehabt und war fantastisch. Ja. Aber ich war sehr, sehr froh, dass mein Vater eigentlich überhaupt nicht bekannt war 1990. Verrückt. Und heute oder so, oder gibt es noch Kollegen, die, wenn sie auf die treffen oder die dann sagen, was, Mensch? Nein, ich hab natürlich auch mal ein paar Vorteile rausgeholt. Ich habe 2001 habe ich einen ganz verrückten Film in Babelsberg gedreht, Detective Lovelorn und die Rache des Pharao. Und den wollten wir ganz prominent besetzen. Und habe dann Elisabeth Volkmann angerufen. Die kannte ich persönlich gar nicht, aber durch die Familie kannte ich sie. Sie meinte, ach, das klingt ja ganz verrückt. Ach, darf ich in dem Film singen? Da würde ich schon mitmachen. Wer spielt denn noch mit? Und dann habe ich gesagt, dann habe ich Götz Otto angerufen. Und Götz hatte gemeint, ach, ich finde das ganz verrückt, ganz schön, aber wer spielt denn noch mit? Und auf der Einleitung, die eine und der andere gesagt, ich gebe euch beide mal, ihr euch beide spielt mit. Und dann wollte ich noch eine berühmte, prominente Gastrolle haben und dann habe ich an Horst Buchholz gedacht. Und Horst konnte ich auch einfach anrufen und dann sind wir in Berlin ins Florian Essen gegangen und habe gesagt, du, ich würde gerne, dass du mir mitspielst. Sagt er, du brauchst einen Star. Sag ich, nee, ich habe schon 2 Stars. Die Volkmann und Götz Otto. Volkmann kannte, Götz Otto hat ihm gar nichts gesagt. Mhm. Und da habe ich gesagt, ich brauche dich für 7 Drehtage oder 8 Drehtage, würdest du mir den Gefallen tun? Sagt er, ja, den Gefallen schon, aber was wird denn bezahlt? Sag ich, du kriegst genauso viel Geld wie alle anderen. Das war damals eine Pauschalgage von, glaube ich, 600 Mark am Tag. Ja. 600 Euro waren das ja schon. Und er guckte mich so lange an, dann haben wir 2, 3 Wodka getrunken. Und er sagt, naja, gut, naja, ich habe meinem Vater ja viel zu verdanken. Sag ich, ja, das hast du auch. Und dann habe ich, und alle fragen mich, wie hast du denn Horst Buchholz dazu gekriegt? Ja. Ist das Buch so gut? So gut ist das Buch auch nicht. Aber da hat es dann schon geholfen, dass Horst gesagt hat, er dreht sowieso nicht. Und er meinte, naja, für deinen Vater mache ich das schon. So kommt schon eines und das andere wieder zusammen. Und witzigerweise, mein Vater hat den allerersten Film mit Buchholz gemacht, den Die Halbstarken. Und ich habe den letzten mit ihm gemacht. Danach ist er verstorben. Das ist ein bisschen morbide, aber so ja, ist es. Ja, aber es schließt den Kreis. Der Kreis schließt sich, ja, schließt mit sich, Buchholz. Ja. Ich wünsche Ihnen alles Gute, herzlichen Dank für dieses Interview. Super. Und wir sehen uns ja später noch bei Herrn Lorenz. Kein Problem, ich freue mich sehr, ja. Danke.